Hallo Leute, heute bin ich hier mit meiner Mama. Hallo. Sie ist vor allem bekannt dadurch, dass ich mal ihre Badewanne angezündet habe, als ich Pakete verbrannt habe. In unserem Haus? Ja, im Haus. Sowas passiert halt, wenn ich Pakete auspacke. Und was war mit dem Feuermelder? Den habe ich ausgemacht. Elias, mit dem Feuer. Und heute konnte ich sie endlich dazu überreden, mit mir Pakete gemeinsam auszupacken. Hast du Bock? Ja, nichts anzünden. Nicht zerstören. Wäre das okay für dich? Können wir diesen Kompromiss mal eingehen? Ja, lass Hand drauf geben. Okay. Was ist denn da los? Was machst du da? Dann fangen wir mit dem ersten Paket an. Das ist das hier. Das ist von der lieben Emily. Ja, reiß einfach auf oder so. Ja, genau. Jetzt fester, fester. Reiß, reiß. Ja! Ja! Oh, oh, Herzchen. Schau mal. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Ein Herzchen. Kann man das aufmachen? Warte. Kann man... Nee. Du musst sie so vorsichtig aufmachen, dass man die nachher nachbauen kann. Also das sind echt Herzchen. Guck mal. Nein! Die das Herzchen. Ist nicht mein Sohn! Ja. Nein. Ich bin nicht adoptiert! Nein, adoptiert ist er nicht. Ja, dann bin ich dein Sohn. Nein. Wir haben hier einmal ein Bild. Noch nicht kaputt nein, machen, nein. Warte! Lass mich erst gucken! Lass mich erst... Schaut mal, das ist doch Elias. Schau mal. Ohren-Augen-Katze, okay, nicht so nah. Dann haben wir einen Brief. Vorsichtig. Also hier, guck mal, da muss er auch mal. Ganz vorsichtig. Nicht zerstören. So oder nicht? Ein Brief. Hey. Ju? Hä? Hey Ju, das ist für Ju. Du hast das falsche Fanpaket geschickt. Dann haben wir hier noch Nagellack. Nagellack. Oder? Nein! Ist das Nagellack? So, danke. Vielen lieben Dank für den Nagellack. Ein Jojo ist das. Lass mal Jojo-Wettbewerb machen. Ich kann kein Jojo machen. Fight! Wer die bessere Jojo-Tricks machen kann. Das war mein Trick. Was ist dein Trick? Was ist dein Trick? Was für ein Trick? Dein Jojo-Trick. Keine Ahnung. Jetzt. Dankeschön für die lieben Sachen, Emily. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. Während ich dieses Paket auspacke, möchte ich euch vom Sponsor des Videos erzählen, Honkai Star Rail. Honkai Star Rail ist ein brandneues Spiel von den Entwicklern von Genshin Impact. Ich habe jetzt schon seit einiger Zeit die Beta gespielt und ich muss wirklich sagen, es hat mich echt abhängig gemacht. Was gut ist, weil ich seit Jahren kein Spiel gefunden habe, was mir so richtig Spaß macht. Am meisten macht mir das Kampfsystem Spaß. Es ist sehr tiefgründig und taktisch aufgebaut. Man hat halt super viele Optionen. Was zur Hölle ist das? Warum bin ich da drauf? Es ist aber auch einfach zu verstehen, da es rundenbasiert ist und man genug Zeit hat zum Überlegen. Das Spiel hat eine bezaubernde, durchdachte Story, super schöne Grafik und meiner Meinung nach am besten ist die Musik. Die Musik, die ihr jetzt gerade hört, ist nicht aus einer Musikbibliothek, sondern von Honkai Star Rail. Wirklich? Ja, wirklich. Du reist mit einem Zug durchs Universum, was alleine schon super cool ist, weil ich meine, Züge und Universum... Allein ist das schon voll cool und dann klar. Auch noch, weißt du, Kannst verschiedene Welten erkunden und sich vor intergalaktischen Monstern retten, Quests erledigen und neue Charaktere freischalten. Das war meine Mandarine. Das Spiel ist jetzt auf PC, iOS und Android verfügbar und in Zukunft auch für die PlayStation. Die Kontodaten sind übrigens auf den verschiedenen Plattformen übertragbar. Mit dem Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch das Spiel kostenlos herunterladen und mit diesem Code bekommt ihr 50 gratis Stellar Jades dazu. Wir machen jetzt direkt weiter mit dem Paket. Nämlich sind hier noch Wimpern drauf. Ich mach die bei dir drauf. Nein. Warum nicht? Aufmachen. Oh, bin ich ein schönes Mädchen? Warum lachst du? Ich kann nicht. Warum lachst du? Ja, guck mal, was hier ist. Guck mal hier. Da. Darf ich überhaupt aufmachen? Jojo trinken. Nein, nicht schon. Die Brille, pass auf. Hundefutter? Das kriegt er nicht. Da, guck. Nee, das kriegst du nicht. Nein. Gib mir das. Nein. Warum? Ja, boah, riech mal. Bah! Was soll das? Steht eine Adresse drauf? Ja. Zeig die an. Ja. Was? Zeig die an. Weil sie Hundefutter schickt. Das geht gar nicht. Ich meine, so ein Hundefutter. Das ist echt Hundefutter. Leute, guckt mal rein. Ich weiß nicht, ob ich das richtig halte. Und das ist... Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Okay, wir haben hier Haarbändchen. Sieht stark aus hier. Sieht stark aus. Ist dann ein schöner Junge hier. Wie würde ich... Dann ein schöner Junge hier. Und hier sind auch noch Nägel. Ja, die können wir nicht drauf. Einfach Babynägel, die haben 1,50 Euro gekostet. Hättest du nicht teurere Nägel kaufen können? Sehr schönes Paket, das war so... Warum liegt das hier mitten auf dem Tisch?
Was? Das ist voll gefährlich. Dann war das soweit alles von dem Paket. Machen wir direkt das nächste Paket auf. Nämlich ist das dieses hier. Oh. Nee, nee, das sollst du so doch nicht machen, Elias. Warum? Oh mein Gott. Ich mach's ganz normal auf. Eine Waffe! Wenn dich so sieht, mit der Frisur, Wimpern und das Ganze und dann nur noch Waffe, das ist ja... Da war was drin. Soll ich ihn erschießen? Ja. Was? Töte ihn. Ist da noch was drin? Töte ihn! Oh mein Gott! Nein! Nix! Guck mal, ist durch! Du hast es kaputt gemacht! Wir haben nichts gemacht! Warte kurz. Mein Gott! Jetzt ist es kaputt! Okay, dann haben wir hier noch drin. Ein Taschentuch ist da drin. Bah, das ist nass! Was ist das? Geht das nicht so raus? Hatte so. Nicht auf meine Haut! Das sind Gummihandschuhe. Das sind Gummihandschuhe. Ich hätte die nicht angezogen. Und dann noch ein Brief. Darf der Kevin spielen kommen? Muss das. Ah! Ey! Dann haben wir hier noch ein Audiogerät. Ich weiß nicht genau, was das ist. Was ist das? Für Notfall oder was? Du machst hier deinen Schlüssel dran oder so und wenn der geklaut wird und das geht ab, dann... Dankeschön für die Alarmanlage. Wir machen direkt das nächste Paket auf. Dann haben wir hier dieses Paket. Oh. Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Der hat den Keller aufgeräumt. Der hat den Keller aufgeräumt. Dafür gibt er so viel Geld aus, um so ein Paket zu schicken. Wow. Das sieht schon sehr eklig aus, ne? Nimm den großen Hammer. Jetzt darfst du das. Oh mein Gott. Ja. Oh. Warte, warte. Oh, stopp, hier ist ein Loch im Tisch. Nein, du hast ein Loch im Tisch gemacht. Warte, ich mach... Was machst du? Nicht! Lass das jetzt. Willst du mal mit dem Skateboard fahren? Was hast du gemacht? Guck mal! Ist das aufgegangen oder aufgeplatzt? Du hast das hier getroffen. Ein Auto und eine sehr schöne Gitarre. Vielen lieben Dank dafür. Ich werde ein bisschen tanzen dazu. Und jetzt kommt Solo. Yes, 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 yes. Ja! Ja! Das war On Poco Loco, nenne ich den Song. Vielen Dank dafür, das kommt alles in den Müll. Machen wir das nächste Paket auf, das ist das hier von, ich hoffe das ist besser. Keine Ahnung, steht kein Absenderadresse drauf. Kein Absenderadresse. Immer wenn da keine Absenderadresse drauf steht, ist es sehr suspekt. Oh mein Gott! Oh, das kommt zu Staub raus. Wir haben hier einmal eine Mandarine! Vielen lieben Dank für die Mandarine! Yippie! Bitte keinen Staub hier verteilen, ist alles Schimmel. Was ist das da? Warum ist da was gekommen? Nee, ist gut. Pack das wieder weg. Eine Pokémon-Karte. Und, boah, ist das eklig. Pack das da rein. Was ist da rein? Ja, komm. Okay, dann machen wir das nächste Paket auf. Nämlich ist das von Maya und Emi. Wir haben hier einmal, willst du das mal zeigen? Eine Zeichnung! Das ist sehr, sehr, sehr süß. Vielen lieben Dank für das schöne Bild. Dann haben wir hier einmal Häschen. Was ist das? Das sind Hasenohren. Mach mal so Häschen. Wie? Mach mal. Ja. Ja! Guck mal, hier haben sogar einen Hase dafür. Ja. Haben wir drei schöne Figuren hier. Ist der Elefant. Was? Elias, du hast hier Rauchmelder da oben. Oh mein Gott. Ist weniger spektakulär, als ich dachte. Dann haben wir hier noch zwei Mandarinen. Vielen lieben Dank dafür. Eine Minion-Mappe. Minion-Mappe. Minion ist wieder. Minion, ein Minion. Ja, cool. Das ist ja mal schön. Wir haben einen Fisch. Ah, guck mal. Wow. Guck mal, wir haben Wimpern auch. Willst du die aufsetzen? Warum krieg ich immer so Frauensachen? Ich weiß nicht. Ich check das nicht. Das sind halt Mädchen, die dir das schicken. Ich weiß auch nicht, warum. Und die Jungs schicken mir so ein kaputtes Skateboard und eine Gitarre. Ich setze dir das auf. Oh, wie schön. Huh? Jetzt im Ernst? Ja, du siehst voll gut aus. Es fühlt sich so ein bisschen oben, weiter oberhalb. Nein, nein. Jetzt im Ernst? Nein, ist richtig. Sitzt das gut? Ja, es ist gut. Ah! Mach mal die Augen Schade, zu. Ist runter. Was? Auge! Wir haben ja noch einen Barbie-Film. Nein. Was passiert, wenn man CD mit Feuer macht? Nein! Nee, passiert nichts.
Dann hätte ja sein können, dass irgendwas passiert. Das ist ja interessant. Hier ist irgendwas drin. Guck mal, ein süßes Tier. Oh. Der ist in seiner Blase. Guck mal, da ist er sicher vor Monstern, deswegen ist er da drin. Jetzt wird er sterben. Nein. Jetzt ist er tot. Dann haben wir hier noch Gesichtsmaske. 2-in-1 Maske. Der muss sein Gesicht das abbekommen. Der sieht aus, als ob er das gebrauchen könnte. Ey Mama, kannst du, das ja. War jetzt soweit alles, kurz mal vor unsere Tür gucken gehen, weil da habe ich was vergessen. Das bräuchte ich jetzt gerade. Vor der Tür? Vor der Tür, ja. Ich räume mich schon mal auf. Da steht Tür. Was? Ja, das habe ich vergessen. Was ist denn da los? Was machst du denn? Was ist denn? Was machst du hier? Du weißt, das brennt halt in Videos mal. Was soll ich machen? Und jetzt? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein, Mama. Hat mich sehr gefreut. Falls ihr mehr Videos mit meiner Mama sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da. Ciao.